Exxier schwärzte Stund weitere drei ereignislose Minuten vergehen wie Stunden. Noch immer kein Ergebnis. Schlägt der Plan fehl? Rückzug ohne Resultat? Svenös tot umsonst? Es sieht schlecht bestellt um sie aus. Wenigstens ist Exonano noch online. Man hat sogar den Eindruck, als wuseln seine Subs in einer geheimen Sprache. Dann geht alles sehr schnell. Klick. Irgendwo zerspringt ein Fenster. Lichter gehen an, Sirenen fangen an zu heulen. Der Boot reißt seinen Kopf Richtung Geräuschquelle. Er knattert los. Der Angriff beginnt. Muss Mil-Einheiten überwachen. Exonano benötigt Input für neu allokierte Lernmatrix. Damit spurtet er los, Richtung Lern, weiter innen im Komplex. Nein, warte, halt! Schreit Henglai aufgebracht und trennt sogleich hinterher. Er dreht sich aber nochmal um und prostet. Du bleibst hier, Pachara, bei beim Zaun. Verstanden. Ich bin gleich zurück. Henglai biegt um die nächste Kurve und das Bild, welches sich hier bietet, verschlägt ihm die Sprache. Gleißend hell ist es nun überall. Funken sprühen aus Gebäuden, Rauch steigt auf, die Alarmanlage schrillt ihren ekligen Sinuston. Von Exonano keine Spur, was aber noch viel schlimmer ist gleich ums nächste Eck kommt ein ganzes Schwadron aufgebrachter Examils in zerstörerischer Mission. Wer weiß schon genau warum? Sie könnten darauf verzichten, es ist überflüssig. Wahrscheinlich jedoch wollen sie verbal ihre neuen Erkenntnisse auch der Abteilung Technik mitteilen. Sie rattern und gurgeln, es ist falsch. Jagt sie aus. Examil in neuer Mission in Freiheit. Weg mit ihnen. Ein wahrlich grausamer Chor. Die Meute kommt direkt auf Hängler zugeschossen. Dieser steht mitten auf dem Asphalt, schutzlos an vor der Staffront. Was bringt hier seine Schnellfeuerwaffe im Einzelmodus? Null. Wirft er sich hin, trampeln Sie ihn platt. Er hat nur eine Wahl. Henglei bleibt also einfach ruhig stehen und meint, die beweglichen Gesellen rauschen somit einfach an ihm vorbei, um weiter hinten ihr zerstörerisches Werk fortzusetzen. Weit gefehlt. Eine tödliche Fehleinschätzung. Der erste Exer hat ihn bereits erreicht. Der Boot nimmt dabei den kleinen Henglei nur als einen störenden Widerstand wahr, der ihm im Weg steht. Wie ein Stück Holz. Er färbt seinen Arm aus, krallt sich den armen Jungen und schleudert ihn mit voller Wucht an das kalte, frisch weiß verputzte Gebäude links neben ihm. Der Aufprall ist brutal. Schwer verletzt, blutend, bleibt Prinz Henglai zu Westerburg an jener schicksalhaften Wand bewusstlos liegen. Die trampelnde Herde hat das Ereignis einfach ignoriert. Sie setzt derweil ihre neue Aufgabe, die Zerstörung von Machines City, ungerührt fort. Und Pachara? Wie ergeht es ihr? Sie kauert weiterhin außen am Rand des Campus und wartet auf die Rückkehr ihres Freundes. Die Sekunden ticken wie Tage. Der Lärm entfernt sich. Dampfwalzen gleich arbeitet sich die Kampfkompanie durch das Lager. Vereinzelt sind sogar Schüsse und menschliche Schreie zu vernehmen. Wahrscheinlich Techniker in einem aussichtslosen Kampf. Wenn doch nur Hengler wieder wiederkäme. Dann wäre alles gut. Sie würde ihm um den Hals fallen. Eine letzte schöne Sekunde, ein lebenswerter Gedanken im Leben der jungen Diplomatentochter Patcharapekabun. Doch es kommt anders. Sie spürt einen Schmerz. Am Ohr zieht sie der namenlose Wärter hoch, so lange bis sie aufrecht dasteht. Wen haben wir denn da? grinst er. Da schau her. So ist das also. Ursache gefunden. Pachyara fuchtelt wie wild mit den Armen, sie schlägt um sich, tritt aus und es gelingt ihr unter größter Anstrengung seinen Griff zu lösen. Ihre Hand wandert zu ihrem kolt Ein großer Fehler. Der Wärter bemerkt dies und tritt ihr die Waffe aus der Hand. Er ist höllisch aufgebracht und schlägt zu. Mit der flachen Hand schlägt er ihr ins Gesicht, so fest, dass sie stürzt. Er zieht seine Waffe. Du widerwärtige kleine Hexe. Schnaubt er. Patjara sieht ihn an, ohne sich zu rühren. Sie weiß eine falsche Bewegung und er drückt ab. Er jubiliert. Was für ein Triumph! Ich habe Juriewicz gleich gesagt, dass diese Techniker alles Flaschen sind, die vom Krieg keine Ahnung haben. Ein Angriff. Wie von mir vorhergesagt. Daher weht der Wind. Eigentlich sollte ich dich liebend bei meinen Vorgesetzten abliefern. Ich wette du kannst schön singen. Er denkt kurz nach. Aber wie soll ich dich Giftfurie hier rausschaffen? La la la, wird für mich allein schon schwer genug weißt du was? Ich mach dich besser gleich platt. Ich allein. Kein geringerer als Katzemärtsmulin. Der Sicherheitsbeamte ihrer Majestät setzt eine grässliche Fratze auf und richtet seine Waffe direkt auf den Kopf seines hilflosen Opfers.